Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und wir entschlüsseln heute das Geheimnis der Wiederverwendung von Raketen. Viel Spaß! Im ersten Teil der Big Five ging es ja hauptsächlich um die beiden Mondraketen Saturn V und die sowjetische N1 im Vergleich mit dem Starship. Dabei drängt sich ein Vergleich des Starship mit den wiederverwendbaren Shuttles doch geradezu auf. Wir schauen uns heute die drei wiederverwendbaren Trägersysteme Space Shuttle, sowjetisches Buran und das Starship von SpaceX an. Was sind die Schwierigkeiten bei der Wiederverwendung einer Oberstufe? Das wird heute mal wieder eine richtige Hardcore-Technik-Folge. Wenn du eher allgemeine Infos zu Raketen und Starship suchst, empfehle ich dir meine Starship-Playlist. Für vieles, was wir heute besprechen, brauchen wir ein gewisses Raketengrundwissen. Dazu empfehle ich dir meine Raketentechnik-Playlist. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich riesig, wenn du den Channel durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Aber zum Thema der heutigen Folge. Warum werden eigentlich nicht alle Raketen wiederverwendet? Bei allen anderen Transportsystemen, egal ob das jetzt Flugzeug, Schiff oder LKW ist, ja, da ist es doch selbstverständlich. Ja, das stimmt. Nur Raketen haben mehrere Aspekte, die die Wiederverwendung sehr, sehr kompliziert machen. Fangen wir mal mit dem Gewichtsverhältnis aus Trägersystem zur Nutzlast an. Die Antonov 124, ein großes Frachtflugzeug, kann bei einem Startgewicht von 392 Tonnen rund 120 Tonnen knapp 5000 Kilometer weit tragen. Also rund 30% der Gesamtmasse sind Nutzlast. Bei Handelsschiffen ist der Wert sogar mehrere 100%. Das größte Schiff aller Zeiten, die Nock Nevis, wog vollbeladen fast 8-mal so viel wie leer. Das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man Fotos von dem leeren Schiff mit dem vollen Schiff vergleicht. Bei Wegwerfraketen liegt der Wert bei rund 4%, wenn wir zum Beispiel die beiden Mondraketen N1 und die Saturn V betrachten. Bei ineffizienteren Systemen kann der Wert schnell auf 2% absinken. Und dieser Wert liegt nur da, weil die Raketen gestuft liegen, also ein Großteil ihres Leergewichts schon weit vor dem Erreichen des Ziels, dem Low Earth Orbit, dem niedrigen Erdorbit, abwerfen. Das wäre bei Flugzeugen und Schiffen völlig unnötig. Aber nicht nur, dass Raketen Teile unterwegs abwerfen, um leichter zu werden, nein, die einzelnen Stufen sind auch nochmal maximal auf ihre Brennphase optimiert. Oberstufen haben beispielsweise ein Triebwerk, das in der dichteren Schicht der Atmosphäre gar nicht wirklich funktioniert. Da Gewicht ein so großes Problem ist, wurden jahrzehntelang Raketen so hauchdünn ausgeführt, dass sie einen Wiedereintritt gar nicht aushalten würden. Auch der zusätzliche Treibstoff oder Fallschirme, die man zum Landen benötigt, ganz zu schweige von einem zusätzlichen Hitzeschild, können die 4% Nutzlast ganz schnell komplett auffressen. Wenn man wiederverwenden will, braucht man hocheffiziente Systeme, die zu Beginn der Raumfahrt noch überhaupt nicht entwickelt waren. Ein weiterer Punkt, der die Wiederverwendung sehr kompliziert macht, wären zweitens die geringe Einsatzfrequenz. Wenn man nur wenige Starts pro Jahr absolviert, stehen die Zusatzkosten, um ein Raumträgersystem wiederverwertbar zu machen, in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die Saturn V zum Beispiel ist in ihrer Betriebszeit nur 11-mal mit Nutzlast geflogen. Klar, es wurden ein paar Missionen gestrichen, aber selbst Apollo 18, 19 und 20 und ein paar weitere Skylabs hätten die Situation kaum verbessert. Zum Thema Raumstation Skylab schau unbedingt mal bei Tony von Mondgeflüster vorbei. Der hat eine ganze Serie zu der ersten Raumstation der NASA gemacht. Aber zurück zur Saturn V. Hätte man die Saturn V wiederverwertbar gestalten wollen, hätte sie schnell doppelt so groß sein müssen, was ganz andere Anforderungen an die Startinfrastruktur bedeutet hätte. Und mit knapp 3000 Tonnen war und ist immer noch die Saturn V die schwerste und leistungsstärkste Rakete aller Zeiten. Zumindest bis dann Starship mit Super Heavy fliegt. Eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, effizientere Triebwerke zu verwenden. Denn ja, das F1 ist ein Riesending gewesen, aber besonders effizient war es nicht. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, die Belastungen während des Fluges. Weder Transportflugzeuge noch Schiffe erleben während ihres Einsatzes derartige Beschleunigungswechsel, Luftreibungen und Belastungen im Triebwerk. Gerade Schiffsmotoren zum Beispiel kann man sehr robust auslegen, ohne viel Nutzlast einzubüßen, und die halten dann auch eine ganze Schiffsdauer lang. Der größte Kolbenmotor der Welt ist für Schiffe gebaut worden. Er wiegt 2300 Tonnen und leistet dabei etwa 84 Megawatt. Also so viel wie gut 100 Bugattis. Das klingt erst einmal viel, ist aber nur das Doppelte dessen, was eine Turbine der Turbopumpe des F1-Triebwerks der ersten Stufe der Saturn V leistete. Allerdings wog das gesamte F1 lediglich 8,4 Tonnen. Das sind dann Düse, Brennkammer und Treibstoffleitungen zusammen. Und das ist nur die Scheißpumpe. Die erste Stufe mit 5 F1-Triebwerken hatte eine Heizleistung von etwa 150 Gigawatt. Das entspricht etwa der 2,5-fachen Leistung, die an einem normalen Tag in Deutschland für die Stromerzeugung benötigt werden.
Aber die vielleicht schon beeindruckende Leistungsdichte eines F1 wird von dem RD71 in den Schatten gestellt. Dieses Triebwerk sieht nicht ganz so beeindruckend aus wie das F1, da es 4 statt einer Düse hat und dabei lediglich 3,8 und nicht 5,6 Meter lang ist. Alle 4 Düsen werden aber von einer gemeinsamen Turbopumpe versorgt, die je nach Quelle 170 bis 190 Megawatt hatte. Das ist auch einer der Gründe, warum das RD170 kompakter als das F1 ist. Durch die höhere Pumpenleistung kann der Brennkammerdruck 3,5 mal so groß sein. Dieses Triebwerk wird uns heute nochmal über den Weg laufen, da es die Booster der Energia angetrieben hat. Und ja, das RD170 bekommt definitiv ein hochverdientes eigenes Video auf Senkrechtstarter. Kommen wir zu Punkt 4, der Wiederaufbereitung. Eigentlich soll die Wiederverwendung ja Geld sparen. Nur war das der Fall? Naja, zumindest beim Space Shuttle wissen wir, dass die Kosten jede Planung sprengten. Wenn man die gesamten Entwicklungs-, Bau- und Betriebskosten des Space Shuttles zusammenrechnet, kommt man auf rund 250 Millionen US-Dollar pro Sitz in den Orbit. Das entspricht natürlich nicht den Grenzkosten, die Chris von Video Space News kürzlich benannt hat. Aber da das Programm inzwischen beendet ist, ist es nur fair, die gesamten Kosten zu berücksichtigen. Aktuell kostet ein Platz mit der Crew Dragon rund 55 Millionen US-Dollar. Gut. Der Crew Dragon kann dafür nicht ganz so viel zusätzliche Nutzlast mitbringen. Nichtsdestotrotz, selbst wenn man diesen Unterschied rausrechnet, klafft die Lücke noch gewaltig. Und das, obwohl der Anteil der Wiederverwendung ähnlich groß ist. Beim Space Shuttle ist lediglich der Haupttank verglüht und im Falle von Crew Dragon verglüht Oberstufe und Hitzeschild. Leider kann man zur Energia und der Buran recht wenig zu den effektiven Kosten sagen. Zwar sah das Programm vor, auch den Orbiter und die Booster wie beim Space Shuttle wiederzuverwenden, doch bei den 2 einzigen Flügen der Energia wurde auf die wiederverwertbare Boosterlandung verzichtet. Das Buran landete erfolgreich auf einer Landebahn, im Gegensatz zum Space Shuttle sogar ferngesteuert, dafür aber nie bemannt, obwohl es dafür ja ausgelegt war. Fun Fact: Für die Energia 2 war sogar eine vollständige Wiederverwendung geplant. So sollten nicht nur die Booster gelandet und wiederverwendet werden, sondern auch die Zentralstufe mit Hilfe von Flügeln und einem luftatmenden Antrieb zum Flugplatz zurückkehren. Vom Space Shuttle wissen wir um die realen Probleme bei der Wiederverwendung. Ursprünglich dachte man, man könnte innerhalb von 2 Wochen nach der Landung den Orbiter mit einem neuen Tank versorgen, wieder aufbereiten und mit frisch gefüllten Boostern startbereit haben. Dem war leider nicht so. Den schnellsten Turnaround schaffte Atlantis mit 54 Tagen bzw. etwa 8 Wochen. Aufgrund von unerwarteten Anomalien wurde es normal, sowohl Hitzeschild als auch die Triebwerke nach jedem Flug abzumontieren und alle Einzelteile zu prüfen. Heieiei, alles nicht so einfach mit der Wiederverwendung. Was will man nun in Zukunft anders machen? Bzw. was will SpaceX anders machen? Während alle anderen Player ja erstmal die teilweise Wiederverwendung auf die Kette kriegen müssen, ist SpaceX mit dem Starship ja direkt an der vollständigen Wiederverwendung dran und will die auch zeitnah realisieren können. Es gibt da tatsächlich mehrere wesentliche Parameter. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, können wir einige Hauptpunkte direkt benennen. Das Starship hat zwar ebenso wie Space Shuttle und Buran ein Hitzeschild mit sehr vielen Kacheln, diese sind allerdings nur in einer Handvoll Größen vorhanden. Man kann sie also in Masse produzieren und leichter austauschen. Dann hatte das Space Shuttle einen ganz entscheidenden Nachteil beim Testen. Es waren immer Menschen an Bord. Ja, sogar beim Erstflug. John Young und Bob Crippen waren echt wagemutig, als sie zur Mission STS-1, dem ersten Testflug des Space Shuttles mit dem Orbiter Columbia, aufbrachen. Jede Änderung am Space Shuttle musste akribisch geprüft werden, bevor sie umgesetzt werden konnte, da immer Menschenleben auf dem Spiel standen. Das Starship wird, bevor es Menschen mitnimmt, viele Male fliegen. Erst nur zu Tests und dann vermutlich mit Starlink-Satelliten und später vielleicht mit fremder Nutzlast. Dabei können dann Grenzen ausgetestet werden und viele Optimierungsiterationen schnell durchlaufen werden. Sollte was schiefgehen, kostet der Verlust der Nutzlast dann nur Geld und nicht gleich Menschenleben. Das Buran hingegen flog, wie gesagt, auch unbemannt. Es hätte also mehr ausprobiert werden können. Leider fehlte dem Programm mit Zusammenbruch der Sowjetunion auch das Geld und so werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was mit dem Buran noch alles möglich gewesen wäre. Was wir, wie eben schon angesprochen, über das Space Shuttle wissen ist, dass die hehren Ziele von 55 Starts pro Jahr nicht realisierbar waren. Die Tankproduktion war auf 24 Einheiten limitiert und kaum einer der Experten ging aufgrund der aufwendigen Wiederaufbereitung und der bestehenden Infrastruktur von mehr als 10 bis 12 Starts pro Jahr aus. Das Starship hingegen ist voll wiederverwendbar. Gäbe es also Produktionslimits, würden die nicht so ins Gewicht fallen. Da das Starship-Programm jetzt schon beweist, dass man in der Lage ist, schnell neue Versionen zu produzieren, sehe ich hier keine Engpässe. Bis vielleicht auf das Raptor-Triebwerk. Aber trotz aller Kritik aktuell an dem Raptor-Triebwerk, wir haben ja ein paar Ausfälle gesehen,
können die Raptor-Triebwerke heute schon in einer Geschwindigkeit produziert werden, dass Aerojet Rocketdyne mit dem RS-25 nur von Neid erblasst. Das ist Aerojet Rocketdyne aber vermutlich egal, da die NASA ja bereit ist, für jedes Exemplar 100 bis 150 Millionen US-Dollar auf den Tisch zu legen. Auch wenn wir nicht genau wissen, was ein Raptor aktuell kostet, so dürfte es um Größenordnungen billiger sein. Elon spricht von mittelfristig weniger als 250.000 US-Dollar pro Triebwerk. Das ist absurd günstig. Letztlich muss man aber auch eingestehen, dass Wettbewerb häufig gewaltige Innovationen hervorrufen kann. Das Space Shuttle-Programm hatte nach Inbetriebnahme und Zusammenbruch der Sowjetunion längst nicht mehr den Druck, den das Apollo-Programm mit dem Ziel der ersten bemannten Mondlandung hatte. Ich stelle jetzt mal eine These auf. Was wäre denn, hätten die Russen das Buran weitergeführt, um damit im Orbit wirklich betriebsam zu werden? Hätte man vielleicht auch beim Space Shuttle dann aggressiver entwickelt? Ja, hinter dem Starship stehen hingegen private Investoren, die Gewinne sehen wollen. Starship muss ordentlich Fracht günstig ins All liefern können. Ansonsten kann Elon seine Träume vom Mars vergessen. Ja, selbst wenn er sein komplettes Vermögen in das Starship stecken würde. Dafür ist Raumfahrt einfach zu teuer. Das Ding muss schon Geld verdienen, damit das Konzept aufgeht. Ja, das gute Geld. Aber wir wären ja nicht Raumfahrt-Nerds, würden wir dieses Thema geflissentlich ignorieren, weil wir einfach Raketen fliegen sehen wollen. Deshalb lass uns genau das tun und uns mal ein paar harte technische Fakten anschauen. Zum Space Shuttle hatte ich ja bereits ein Video gemacht. Auch über das Starship haben wir ja viel gesprochen. Nur Energia Buran haben wir bisher sträflich vernachlässigt. Bevor wir hier aber den Weg in einen Orbit vergleichen, müssen wir wenigstens kurz verstehen, was die Energia und das Buran sind. Reden wir vom Space Shuttle, sehen wir das Trägersystem immer nur als Ganzes. Das Buran, im Grunde vergleichbar mit dem Space Shuttle Orbiter, konnte ferngesteuert fliegen und brachte keine Haupttriebwerke wieder zurück. Das Buran war auch eigentlich lediglich eine wichtige Option der Energia. Denn der eigentliche Träger war die 1,5-stufige Rakete Energia. Warte mal, 1,5 Stufen? Ja, das ist eher ein informeller Begriff, aber beschreibt den Umstand, dass nicht zwei oder mehr Stufen nacheinander gezündet werden, sondern dass alle Stufen beim Start zünden und unterwegs Teile der Stufen abgetrennt werden. Das kennen wir zum Beispiel von der Soyuz. So hatte die Energia vier Kerosinbooster, die zusammen mit der wasserstoffgefeuerten Kernstufe bis in eine Höhe von etwa 45 km brannten. Dabei wurden die Booster von dem gerade schon erwähnten RD-170 angetrieben und die Kernstufe von vier RD-0120. Die RD-0120 waren Wasserstofftriebwerke, die ebenso wie das RS-25 des Space Shuttles Sustainer-Triebwerke waren. Das bedeutet, dass sie so ausgelegt sind, dass sie sowohl in der Atmosphäre als auch im Vakuum eingesetzt werden können. Also weder richtig gut auf Meereshöhe noch im Vakuum sind, aber unter beiden Bedingungen funktionieren. Wenn wir uns diese beiden Wasserstofftriebwerke genauer anschauen, sehen wir, dass das RD-0120 sogar mit 455 Sekunden einen leicht besseren ISP im Vakuum hatte als das RS-25 mit 452 Sekunden. Das wurde dadurch erreicht, dass das RD-0120 eine etwas größere Düse besaß, das Abgas also etwas weiter entspannte. Dieser Performance-Vorteil wird in der westlichen Welt oft unterschlagen, ob absichtlich oder aus Ignoranz sei mal dahingestellt. Ja, aber immerhin hatte das RS-25 mit 366 Sekunden im Gegensatz zu 353 Sekunden in der Atmosphäre die Nase vorn. Nur das zählt längst nicht so viel, da die Stufe die meiste Zeit ja in sehr dünner Luft verbringt. Das RD-170 hatte, obwohl es ein Kerosintriebwerk war, immerhin ein ISP von 337 Sekunden im Vakuum, also ganze 33 Sekunden besser als das F1. Das ist ein Ergebnis aus dem höheren Brennkammerdruck und vor allem durch die Nutzung der gestuften Verbrennung im Sauerstoffstrom. Hinter beiden Triebwerken steckt noch eine ganze Menge, deshalb plane ich ein Video über die russischen Raketentriebwerke. Wenn wir uns die Performance mal angucken, da fällt hier was auf. Der ISP des RD-170 ist deutlich besser als der Space Shuttle Feststoffbooster und das RD-0120 ist auch geringfügig besser als die RS-25 des Space Shuttles. Wieso aber schafft die Energia dann nur gerade mal so viel in einen Orbit zu bringen wie das Space Shuttle? Ja, die Energia hatte schlicht eine wesentlich größere Trockenmasse. Sowohl Booster als auch Kernstufe waren deutlich schwerer als beim Space Shuttle. Selbst wenn man die Triebwerke der Kernstufe rausrechnet. Schaut man sich russische Raketen im Allgemeinen an, tendieren sie generell dazu, etwas höhere Trockenmassen zu haben. Schwer ist gut. Schwere ist sicher. Man muss die beiden Energia-Prototypen aber in Schutz nehmen, denn letztlich wurde auch beim Space Shuttle einiges an Trockengewicht während der Nutzungszeit abgekratzt, bis es dann sein Idealgewicht hatte. Aber jetzt lass endlich mal starten. Wir wollen in einen Orbit. Wir sehen an den Beschleunigungstabellen, dass die beiden Shuttles und auch das Starship wahrscheinlich bei einem etwa gleichen Schubgewichtsverhältnis starten. Mit 1,5 ist das Schubgewichtsverhältnis tendenziell eher höher.
Was Sinn macht, denn wenn man Triebwerke wiederverwenden kann, kann man sie größer machen, um dadurch Treibstoff zu sparen. Wir hatten ja im ersten Teil dieses Videos gelernt, dass ein hohes Schubgewichtsverhältnis Delta V und damit Treibstoff sparen kann, da man die Zeit verkürzt, die die Rakete der Erdanziehungskraft Treibstoff entgegenschleudern muss. Das Treibstoffargument zählt bei den Shuttles angesichts der hohen anderen Kosten allerdings nicht wirklich. Das könnte sich mit dem Starship durchaus ändern, was zu einem Paradigmenwechsel führen könnte. Wer noch Teil 1 dieses Videos in Erinnerung hat, wird aber bei der Beschleunigungstabelle des Starships was Auffälliges bemerken. Wir sehen, dass die Beschleunigung nochmal kurz vor Ende abreißt. Auch hier geht es um Einsparungen von Treibstoff und damit Kosten. Aber hatten wir nicht gelernt, dass ein möglichst hohes Schubgewichtsverhältnis Treibstoff spart? Das stimmt, aber auch ein hoher ISP spart. Bei dem letzten Einbruch sieht man den Wechsel von den 3 Vakuum- und 3 Meereshöhen optimierten Raptor-Triebwerken auf 3 vakuumoptimierte Raptor. Weniger Schub, aber mehr durchschnittlicher ISP. An dieser Stelle kompensieren die knapp 30 Sekunden mehr ISP die Halbierung des Schubs. Wieder ein paar US-Dollar verdient, weil hiermit das Nutzlastpotenzial leicht erhöht wird. Aber wir wollen doch nicht mehr von Kosten reden. Na gut, dann reden wir besser von Müll. Denn die drei Systeme wollen alle auf Müll im Orbit verzichten und auch verhindern, dass Dinge dort landen, wo sie nicht landen sollen. Ich kann dir hier schon mal teasern, dass ich mich demnächst hier auf dem Channel mit Weltraummüll beschäftigen werde und ein extrem cooles Interview zu dem Thema geführt habe. Aber zurück zum Starship. Das Starship soll ja eh wieder zum Startplatz zurückkehren. Der Booster sowieso. Die Booster des Shuttles fallen mit Hilfe von Fallschirmen weniger 100 Kilometer weiter draußen zurück zur Erde und werden wiederverwendet. Das war für Buran auch vorgesehen, wurde aber soweit ich weiß nicht realisiert. Aber sowohl die Kernstufe der Energie als auch die Treibstofftanks des Space Shuttles wurden nicht wiederverwendet. Deshalb flogen beide Systeme in einen unvollständigen Orbit. In beiden Fällen, also Space Shuttle und Buran, hat der Orbiter die letzten wenigen Meter pro Sekunde mit Hilfe der orbitalen Manöversysteme angeschoben. Die Kernstufe bzw. der Tank verglühen in beiden Fällen geplant in einer ungefährlichen Zone beim Wiedereintritt. Wir sehen hier allerdings schon die Apoapsis der Trägersysteme, also den höchsten Punkt unserer Flugbahn. Das heißt, die Orbiter übernahmen schon in einer Höhe weit unter den normalen 200 Kilometern. Um einen kreisrunden Orbit zu erreichen, muss der Orbiter dann nochmal etwa 50 Meter pro Sekunde aufbringen. Will er dann weiter in den Orbit der ISS, sind weitere 150 Meter pro Sekunde nötig. Was nutzt es aber, so niedrig in den Orbit einzuschießen? Schließlich muss ich doch in eine Höhe von 450 Kilometer zum Beispiel zur ISS. Ja, das kann ich effizienter machen, wenn ich einen Hohmann-Transfer mache. Das ist vermutlich ein weiteres Thema, was ich mal in einem eigenen Video behandeln sollte. Aber so viel zum Hohmann-Transfer vorweg. Es macht definitiv Sinn, den höheren Orbit auf diesem Weg zu erreichen. Ineas hat das mal ein bisschen modelliert. Wenn Starship dies zum Beispiel macht, könnte es wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich mehr Nutzlast mitnehmen. Das Starship selbst landet im Bellyflop. Den kennen wir ja schon zur Genüge aus der Realität. Für den Bellyflop braucht das Starship weniger als 400 Meter pro Sekunde Delta V. Nur das sind immer noch schnell mal 20 Tonnen Treibstoff, die die Shuttles, Buran und Space Shuttle nicht mitführen müssen. Der komplette Wiedereintritt kann so bei Shuttles sanfter erfolgen. Aber auf der Erde warten Landebahnen. Auf dem Mars werden die Shuttles ziemlich aufgeschmissen. Und wie sieht das bei Super Heavy aus? Geht das Konzept auf? Ja, tut es. Spart man etwa 10% des Treibstoffs für den Rückflug, hat der Booster 3,5 km pro Sekunde an Delta V. Dafür benötigt er das meiste, um den Vorwärtsflug auszubremsen und zurückzufallen, etwa 2,5 km pro Sekunde. Da wir nicht genau wissen, wie der Super Heavy Booster landen wird oder wie sein Wiedereintritt aussieht, können wir uns mal den Falcon 9 Booster angucken. Der bremst nämlich etwas ab, bevor er auf die Atmosphäre kracht. Dafür braucht er etwa 600 Meter pro Sekunde. Das verhindert die maximale Bremsung durch die Atmosphäre. Das geht dann nämlich auf 10G durch den Luftwiderstand. Die Luft bremst dann im weiteren Flugverlauf dann weiter ab, sodass die Landung wahrscheinlich weniger als 400 Meter pro Sekunde benötigt. Ja, jetzt wissen wir besser, wie wiederverwertbare Trägersysteme agieren bzw. agieren können. Aber es sind noch viele Fragen offen. Schreib mir gerne, was dich besonders interessiert. Aber ich glaube, wir haben aufs Erste einiges von den Orbitern gelernt. Vielen Dank, Ineas, für die Hilfe mit diesem doch komplexen Thema. Ohne deine Hilfe wäre die Folge heute nicht möglich gewesen. Ganz großes Dankeschön geht auch an die Community, besonders an meine Schutzengel, die mich ja durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Namentlich sind das Shorty68.de, Michael, Benjamin Knut, Roman von Köln, Markus Gollub, Sascha Messerschmidt, Kai Schliefhake, Jonas, Roman, Ole Blanke, Oleg Vorrat, Julian, Toni Carsten, Lukas Radke, Marius Müller, Baskes, Mats Müller, Cherotal, Daniel Stäuble, Henrik, Simon Baumann, Hauke W.,
und Sandrine Lange. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das motiviert mich weiter, Zeit und Energie in Senkrechtstarter zu stecken, um euch die Raumfahrt näher zu bringen. Hoffentlich schafft SN15 endlich mal eine ordentliche Landung. Bei Super Heavy bin ich zuversichtlicher, denn da gilt es nur, das Wissen von den Falcon 9 Booster Landungen etwas anzupassen und umzusetzen. Aber bis zum Orbit eines Starship ist es noch ein weiter Weg. Aber wenn es SpaceX nicht schafft, wer denn sonst? Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.